Hallo, liebe Freunde der Modellbahn in Halb Null. Wir begrüßen euch ganz herzlich auf unserem unabhängigen Kanal. Wie immer präsentieren wir euch Neuheiten der Firma Märklin, aber auch andere Highlights und Interessantes aus der Modellbahnwelt. Ja, und heute stellen wir das Überraschungsmodell 2024 vor, die Dampflokomotive 141R1244. Viel Spaß damit! Ja, und zunächst einmal möchten wir Danke sagen. Danke dafür, dass ihr uns so treu seid, dass wir jetzt die 5000er-Zahl an Followern geknackt haben. Unglaublich. Hätten wir oder hätte ich nie dran gedacht vor knapp 4 Jahren, 3,5 Jahren, als wir so ganz langsam diese Idee hatten, diesen Kanal während Corona im Grunde aufzumachen. Und aus diesem Grund löse ich natürlich mein Versprechen ein. Ich zeige heute mein Gesicht, damit auch der ein oder andere endlich mal sieht, mit wem er es zu tun hat. Wer ist das Gesicht hinter der Stimme von Märklin Insider Germany? Hier die Auflösung. Ja, und stellvertretend für die lange Pause, und zwar 14 Jahre habe ich Pause gemacht, steht hier die lange 103 vor der 5000, denn mit der 39-170 von Märklin ging es im Jahr 2017 wieder los. Ja, und es passte tatsächlich sehr gut, dass ich seinerzeit beim Heiko war, vor einigen Wochen, um den aktuellen Podcast aufzunehmen. Und hier ein, nicht ganz so kurzer, aber doch, denke ich mal, einsteigender Ausschnitt. Wir werden ihn sicherlich über YouTube kennen. Der Danny, hallo. Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Ja, der zweite Gast in dieser wunderschönen Geschichte, Geschichten am Gleis. Hier sieht man auch endlich mal, wer dahinter steckt. Ja. Ist immer wieder erstaunlich, dass der ein oder andere schreibt, dass er unbedingt mal ein Gesicht sehen will. Wenn das wichtig ist, dann machen wir das jetzt einfach mal, ne? Und haben zwei Sachen gleichzeitig miteinander verbunden. Ne? Unsere genau. Freundschaft privaterweise und auch geschäftlicherweise. Ja. Ne? Und deswegen bin ich heute hier. Ja, genau. Also ganz spannende Geschichte. Als wir den Podcast angefangen haben, haben wir eine kleine Gästeliste gemacht und dann standst du natürlich da auch relativ schnell dann drauf. Kennengelernt haben wir uns letztes Jahr, glaube ich, Anfang Dezember, relativ spontan. Du standst mal irgendwann freitags nachmittags hier vor der Tür, hast geklingelt und hast Hallo gesagt. Ne? Genau. Das lief so ab, wie es in der Regel immer ist. Ich bin halt durch meinen Beruf viel unterwegs. Kundenkontakte, Akquise, was alles dazugehört, Plätze besichtigen. Und dann mache ich es ganz gerne, wenn ich schon mal irgendwo in der Nähe bin, dass ich mal schaue, was so an Märklin-Läden oder Modellbahnläden da ist. Meistens ist es so, dass die wieder zu haben, lange Mittagspause oder nur 2 Tage in der Woche auf haben. Ne? Und bei dir war es zum Glück. Wir haben gar nicht auf, aber waren endlich mal wieder anders. Aber der hat das halt, dass ich reingelassen wurde. Ja. Ne? Und von daher ist das so entstanden. Ja, genau. Ja, und dann haben wir so ein bisschen, ich kannte dich ehrlicherweise vom Video mal. Also ich habe ein Video schon mal gesehen vorher. Klar, habe das aber auch den Kanal nicht abonniert. Ich muss ein bisschen dazu sagen, YouTube ist nicht so mein Hauptmedium oder war bisher nicht so mein Hauptmedium. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, habe ich mir das natürlich nachher angeschaut und habe gesehen, Mensch, tolle Videos, hochwertige Videos, aber man sieht dich gar nicht. Ja. Und dann habe ich dir, glaube ich, auch relativ schnell gesagt, ich glaube, ich würde dir empfehlen, dass man auch dich mal sieht, weil unsere Erfahrung ist ja auch so, seitdem wir uns so ein bisschen zeigen oder seitdem ich mich so ein bisschen zeige, haben wir viel positive Resonanz bekommen. Und deswegen, schön, dass du da bist und dass es heute klappt. Steigen wir mal ein. Einfach Beruf können wir vielleicht später nochmal, weil das ist auch total, total spannend. Wie ist denn deine Modellbahnreise so angefangen? Also was waren deine ersten Berührungspunkte? Ja, ganz klassisch, wie es eigentlich fast bei jedem ist. Ne? Mhm. Als kleines Kind dann die gebrauchten Sachen von meinem Vater mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ne? Das war noch ein bisschen zu früh, so mit 3, 4. Das ist früh. Ist jetzt nicht viel kaputt gegangen, aber es war halt gut, dass es halt gebrauchte Sachen waren. Deswegen empfehle ich den Leuten ja auch immer, dass das halt schon 6, 7 Jahre sollte man schon sein und dann einfache Dinge. Ne? Okay. Und dann hat es halt so bis zur Bundeswehrzeit hat es nicht mehr aufgehört mit dem ganzen Thema. Ne? Immer mehr gesammelt auch und schenken lassen, wie das halt so ist. Und dann habe ich tatsächlich von 2001 bis 2017 Pause gemacht. Ja, okay. Weil es mir einfach zu langweilig wurde. Es kam nichts Besonderes Neues nach. Die Lokomotiven konnten vorwärts, rückwärts fahren. Das hat mich absolut nicht abgeholt. Ne? Und dann
immer schon jahrelang natürlich auch beruflich auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Und dann bin ich irgendwann mal nach dem Aufbau vor dem ersten Eröffnungstag in die Märklinhalle. Ja, und dann stand natürlich dummerweise da die 39-170. Ja. Die lange erste, nach Jahrzehnten, erste lange 103. Märklin hat es endlich mal geschafft, dann das Modell zu bringen mit Vollausstattung. Ja, und dann war es natürlich wieder unten. Ja, und wer Lust und Zeit hat, kann das komplette Video auf dem YouTube-Kanal vom Heiko natürlich in voller Länge sehen. Aufgebrauchte Modellbahn, natürlich unten verlinken wir alles. Und jetzt kommen wir zur Vorstellung der 141R1244, dem Überraschungsmodell 2024 aus dem Hause Märklin. Ja, und für ein paar Fakten über dieses Modell zitiere ich von der Märklin-Seite. Die 141R. Superpower für Europa. Immer größer, immer schneller und effizienter. In den USA bauten die großen Lokomotivfabriken bis zum Zweiten Weltkrieg wirkliche Superpower-Lokomotiven, die ihre europäischen Pendants regelmäßig in den Schatten stellten. Als Ende des Kriegs die europäische Lokindustrie in den Trümmern lag und insbesondere Frankreich einen Großteil des Lokparks verloren hatte, wandte sich die französische Regierung an die USA, um schnell an leistungsfähige Dampfloks zu gelangen. Dabei ging es um Maschinen, die den französischen Normen entsprachen und universell eingesetzt werden konnten. Innerhalb von 2 Jahren stellten dann US-amerikanische und kanadische Lokfabriken über 1300 Light Mikados für die französische SNCF her. Die waren dort aber ganz und gar nicht light. Mit einer indizierten Leistung von über 3000 PS gehörten sie zu den leistungsfähigsten Dampfloks in Europa. Lange Jahre bespannten sie sogar berühmte Züge wie den noblen Mistral, der die Côte d'Azur mit Paris verband. Die letzten 141R fuhren bis 1974 in Saargemünd, nahe der deutschen Grenze. Dort trafen sie regelmäßig deutsche Dampfrösser, die dann fast wie kleine Jungs wirkten. Ein solch faszinierendes Zusammentreffen kann nun auf der Anlage nachgestellt werden. Oder man platziert die imposante 141R in der Vitrine, neben anderen berühmten Hochleistungs-Dampflokomotiven. Da 141R1244 seit Jahrzehnten als Museumslok in der Schweiz fährt, passt das tolle neue Märklin-Modell sogar in die aktuelle Epoche 6. Highlights sind wie hier natürlich auch wieder die komplette Neukonstruktion, die Serie 141R erstmals im Märklin-Programm, besonders filigrane Metallkonstruktion, eine Vielzahl angesetzter Details, serienmäßig mit Rauchgenerator, leider nicht lastgeregelt, eine Führerstandsbeleuchtung, Fahrwerksbeleuchtung und Feuerbüchsen, / Brennerflackern, jeweils natürlich separat digital schaltbar und eine Pufferhöhe nach NEM. Ja, und für den Einsatz in der Vitrine haben wir hier auch wieder einen verstellbaren Tenderabstand. In der Werksauslieferung langer Tenderabstand, zum Verpacken den langen Tenderabstand einstellen. Natürlich wollten wir es jetzt mal ausprobieren, wie man die Einstellung für den kürzeren Tenderabstand macht. Und laut Anleitung soll man beide Teile einfach nur ineinander schieben und dann macht es Klick. Das hat nicht funktioniert bei uns und der kleine Haltebolzen, der im Tender eingesteckt ist, ja, der ist dann irgendwie herausgefallen beim zweiten Versuch, weil er vorne nur von oben in eine V-Nut eingesetzt wird und relativ schnell dann wieder herausploppen kann. Da musste man vorsichtig zu Werke gehen, sonst hat man die Fummelei, wie wir sie jetzt haben. Etwas überraschend für ein so teures Modell, dass man da einfach nur so einen Nupsi nimmt. Wir gehen mal näher ran an die ganze Sache. So, jetzt haben wir den vorne wieder in diese Nut von oben eingeschoben. Und man sieht einige Kabel, die vom Tender in die Lokomotive und wieder zurückgehen. Hier die Anleitung, wie man das machen soll. Im Grunde klar verständlich. Hat bei den anderen Modellen auch immer funktioniert. Vielleicht ist es hier wieder Murphys Gesetz, weil wir es vorstellen. Geht nicht darum, irgendwas zu finden.
Aber bei dem Preis muss es natürlich auch handhabungssicher sein. Da ist er, der kleine Verbindungsbolzen, der Nupsi, wie man sieht auf der einen Seite, mit der Rastnase und auf der anderen einfach nur ja, so ein Einsteck-Nupsi. Naja. Gut. Am Ende haben wir es natürlich wieder hinbekommen. Mit ein bisschen Zeit. An der Pinzette. Und dann ist das soweit auch wieder in Ordnung. Und kann nun auf die Anlage fahren. Ja, und mit dem schlagenden Modellbahnerherz kann ich ganz klar sagen, das ist natürlich auch wieder ein Eyecatcher. Auch wenn wir hier nicht so die Dampflokfahrer sind, muss man neidfrei anerkennen, dass es wirklich ein tolles Überraschungsmodell ist. Und ich wusste zum Beispiel selber nicht, dass dieses Modell seit Jahrzehnten als Museumslok in der Schweiz unterwegs ist. Von daher passt sie ja nun mal auch auf aktuelle oder auch ältere Anlagen. Ob sie hier bleiben wird, weiß ich noch nicht. Man kann auch nicht alles kaufen, auch wenn das Modellbahnerherz natürlich alles haben möchte. Also meistens. Genießen wir nun die schönen Details in der Nahansicht und machen den kleinen Rundgang um dieses wirklich bemerkenswerte Modell. Und wie aktuell bei uns üblich, werden wir die einzelnen Funktionen nicht komplett durchgehen bei diesem Modell, da das ein oder andere sich ja immer wieder wiederholt. Wir werden nur die wichtigsten Funktionen, wie natürlich das Fahrgeräusch, vorstellen. Insgesamt hat das Modell 28 Funktionen und jetzt kommen wir zu den langsamen Vorbeifahrten, dem Anfahrverhalten in Werkseinstellungen und dem Anfahrverhalten mit unseren Einstellungen und natürlich dem Bremsgeräusch. Ja, und nochmal ein Hinweis in eigener Sache, weil es immer wieder Leute gibt, die nachfragen oder auch die Videos, die bisher erschienen sind, nicht durchschauen oder komplett anschauen. Die Anlage erhebt natürlich keinen Anspruch auf 100% Perfektion, sagen wir es mal so. Also wir haben gerade hier, wo die schöne 182 jetzt steht, kommen wir aus einer längeren Steigung aus dem Schattenbahnhof
mit einer Neigung in der Kurve, die dann wieder in eine, ja, normale Ebene führt. Und hier wurde ausschließlich beim Bau mit den uns zur Verfügung stehenden Maschinen getestet, wozu meistens Elektrolokomotiven gehören oder ältere Dampfloks und Dieselmaschinen. Von daher hier nochmal der Beweis, dass das funktioniert, ohne Probleme. Und dass es sich natürlich auch bei der Anordnung, gerade bei den neueren Maschinen mit nur zwei Haftreifen und dann teilweise auf einer Achse, dass es hier zu Problemen kommt. Das ist völlig klar. Das ist aber nicht nur bei uns so, sondern auch bei vielen älteren Eisenbahnern mit jeder Art von Anlage. Da sind aber viele Menschen dabei, die sich nicht öffentlich negativ äußern. Die haben einfach irgendwann keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Ja, und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, weil sie dann entweder aufhören mit dem Modellbahn-Hobby oder so frustriert sind, ja, dass sie vielleicht irgendwo oder auch nur in den Vereinen ihrem Ärger Luft machen. Wo da der Weg hingeht, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall keine Lokomotive kaufen, die hier bei diesen Parametern nicht einwandfrei funktioniert. Weil es ja die älteren Lokomotiven, wie jetzt auch hier die 189, die machen es ja. Es funktioniert ja. Von daher, klar, man kann auch die Anlage nochmal neu bauen. Ich habe noch eine Rohbauanlage im Lager stehen, die nicht diese Art von Steigung und Gefällen hat. Aber gut, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Machen wir weiter mit der Vorstellung unserer schönen 141 R1244, auch hier an der Steigung. Aus Ermangelung an entsprechendem Wagenpark oder Wagenparkmaterial habe ich jetzt einfach mal drei Personenwagen genommen, die ja nicht der modernsten Art und Weise entsprechen. Und von daher machen wir den Test. Es sind drei, schafft sie wunderbar. Sie wird es auch mit vier schaffen. Ich weiß nicht, wie viele Wagen sie in der Realität zieht oder gezogen hat. Aber ich denke mal, von der Größe und Gewicht her passt das schon ganz gut. Ja, und mit diesem langsamen Zoom auf das Modell der Begierde kommen wir leider für heute auch schon wieder zum Ende. Das war die Vorstellung des Überraschungsmodells 2024 von Märklin, die 38141. Und wenn auch ihr dieses schöne Modell haben wollt, findet ihr unten in der Beschreibung des Modells natürlich wieder den Link zu unserem Händler des Vertrauens, dem Modellbahncenter Recklinghausen. Und dort gibt es das Modell natürlich auch in der Trix-Variante für alle Gleichstrombahnfahrer und ebenfalls in der Beschreibung der Link zum Kanal, zum YouTube-Kanal vom Heiko von Gebrauchte Modellbahn. Dort könnt ihr dann, wenn ihr wollt, den kompletten Podcast bzw. die Folge des Podcasts mit mir in voller Länge anschauen. Ja, und ansonsten
bleibt mir oder uns nichts weiteres, als euch einen Restsommer, beziehungsweise wir haben ja mittlerweile Herbst, Herbstanfang, so langsam geht ja mit der Bordelleisenbahn wieder los. Wünschen wir euch eine gute Zeit. Wer noch nicht Follower unseres Kanals ist, wir freuen uns darüber, wenn ihr Follower werdet. Ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.